auch direkt weiter, ne? Heute volle Pulle, ey. Ja, und die machen nicht mal Pause hier, sondern direkt. Kannst du mich diesmal einladen? Also, I try. Ah, jetzt geht's, perfekt. Ja. Da muss ich nicht diese ruckelige. Ja, das ist natürlich, ne? Stream kann ich dann beenden. Oh, perfekt. Also Echo Phoenix, perfekt gespielt. Ja. Also man hat diesmal als Team zusammengespielt, die Karma als Köder eingesetzt. Das war halt echt lustig. Also ich würde auch indirekt die Karma als MVP setzen. Also einfach nur für den Meme, weil die das halt wirklich so als Köder gespielt hat. Also wirklich perfekt. Also man muss halt immer bedenken, ne? Also A, was wir halt vorhin schon gesagt haben, dass Fallen Angel neu im Team ist, frisch getryoutet und sein erstes Spiel halt direkt irgendwie, oder ihr erstes Spiel, sein erstes Spiel, wie auch immer, direkt irgendwie in den Playoffs sind. Ne? Das ist halt schon makaber, finde ich. Also finde ich makaber. Ja. Und ich ändere jetzt mal deinen Nick. Da kriege ich noch Schläge. Nein, ist schlimm. Gambari ist schon ein geiler Name. Gamba habe ich hier schon mal geändert. Im Editcast. Ich meine, jeder von euch, hier sind 5 Moderatoren online und kein Arsch ändert das. Ja, Grüße gehen raus. Ah, oh, schieß, ey. Lass mich ja auf meinen Fehlern erstmal witzen. Denn das kann ich schreiben. Da wird aber scharf geschossen hier, ey. Können alle selber nicht lesen. So, und ich hab's verkackt. Nur kurz. Ja, das war falsch. Ich weiß das selber. Ja, Bonnie, also direkt ready. Ich glaube, wir gehen direkt gleich in das neue Spiel. Gibt's keine Pause für uns, Mensch. Nee. Sofort ins nächste Inferno. Ja, aber es ist das letzte Game. Es ist auf jeden Fall das letzte Game. Und hier entscheidet sich jetzt, wer in das Upper Bracket Final reinkommt. Und wer morgen in der Upper Bracket Final spielt, also sollten, ich hoffe es natürlich, Phoenix jetzt gewinnen, sind die in Upper Bracket Final, spielen morgen erst um 18 Uhr. Und die Sparrows hatten, glaube ich, einen Free-Win, wenn ich mich recht entsinne. Toni, du bist gerade im Chat, kannst du uns da kleine Informationen geben? Ja, und ansonsten. Ah, also ist dieses Spiel jetzt extrem wichtig für die Phoenix? Ja, für beide Teams extrem wichtig, ja. Okay. Also A, ist es erstmal unentschieden und B, geht es halt darum, irgendwie wer ins Upper Bracket Final reingeht. Ah, jetzt herrscht definitiv Druck, ich merke schon. Ja. Also, dieses Game wird heftig. Und es steht jetzt natürlich die mentale Stärke. Jetzt, Western Phoenix jetzt auf der Blue Side und die Phoenixer auf der Red Side. Ich habe das natürlich nicht geändert, weil ich so ein guter Producer bin. Bam, bam. Fuck. Ne? Hat keiner was gesehen. Und ja, Java wird immer noch ein respektierter Pick für ChivapGG, also gegen ChivapGG. Und erstmal direkt rausgenommen. Ich glaube, dass Western Phoenix nichts großartig ändert. Ne? Ari haben sie auf jeden Fall rausgenommen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Ob sie jetzt die Seju halt respektieren oder die Camille. Ich würde sagen, Camille halt eher. Ja. Ich denke auch die Camille. Und es war kein Bann. Ja. Kein Bann? Nee, Bann verkackt. Ja, sehr schönes letztes Spiel, also GZ. Ja, man muss halt auch mal bedenken. Also wie gesagt, wir spielen halt in den Lower Divisions. Man hat jetzt hier in der Playoffs, hat man halt auch schon Spiele, wo halt einfach kein Team einfach angetreten ist. Die haben sich in die Playoffs gespielt und sind nicht angetreten. Und man respektiert die Karma von Fallen Angel. Also Grüße genau aus, ne? Da kam halt auch ein echt ekliger mit Champion, wie gesagt, irgendwie sehr flexibel. Und man haut auf der Seite von Echo die Diana selbst raus. Weil ich glaube, das sollte auf jeden Fall der Diana-Bann sein. Der war es auf jeden Fall in den letzten 2 Games auf 2. Ja. Und
Ja, und man holt sich jetzt hier die Jinx. Man hat sich jetzt die Jinx offen gelassen. Und ja, gucken, wie man auf Seiten von Echo antwortet. Man hat man, glaube ich, aber auch schon gemerkt. Ja. Es wird keine Oh, Samira, es wird, nein, ja. es wird keine Samira. Aber wenn, dann wird es eine Veri oder eine Aphelios. Würde ich definitiv auch eher sehen als eine Samira. Wobei eine Samira ist definitiv viable. Also ich habe schon in Solo-Queue gesehen, die kann abgehen wie eine Rakete. Ja, von A und B wird es halt einfach Y. Ne? Dann wird es Ja. einfach der Djinn. Ja, Und aber. der hat auch letztes Game doch so gut funktioniert, Ja, warum nicht mega. nochmal weg? Ja, mega. Also super, super funktioniert irgendwie. Hanky halt echt ein guter ADC. Und das hat auch bewiesen. Und jetzt sichert man sich auf der Seite von Echo selber den Trash. Und jetzt bin ich gespannt, was Fallen Angel mit dem Trash macht. Du hast ja ein bisschen sein OPGG gestalkt, ne? Was hat denn so Most Played? Welche Spielernummer? The The Fallen Fallen Angel. Angel, Lulu, Morgana, Zilean, aber er spielt auch Thresh, also tatsächlich. Ja, und auf der Seite der Western Phoenixe will man sich jetzt den Nautilus sichern. Nautilus. Oh, ich hätte jetzt, glaube ich, irgendwie die Lulu hätte ich, glaube ich, jetzt mehr gesehen. Aber wie gesagt, wer bin ich? Ja. Ich bin sowieso kein Fan von so Hook-Matchups, also wirklich. Ich finde so Jinx Lulu wäre schon ein bisschen risky gewesen. Oh, Viego ist offen, der wurde in der letzten Man-Rotation auch gebannt. Ist jetzt offen und da sichert man sich halt, wie ist Viego, wie ist Viego State zurzeit in-game? Weil ich sehe den kaum noch. Also ich sehe den aktuell schon, also der ist definitiv noch vertreten, aber ich denke, er ist jetzt nicht besonders sehr stark vertreten. Also definitiv ein viable Pick. Je nachdem, was die Gegner picken. Aber ich seh den schon. Also, man braucht halt einen Engage, den hat man mit Nautilus. Und da kann man Viego definitiv spielen. Oh, mit Aber sehr stark geantwortet auf der Seite von den Phoenixer mit dem Weiger, weil du hast halt einfach Leute, die engagen wollen, ne? Und das sind halt so Sachen wie Viego und Nautilus und das kann Weiger Cage halt einfach disablen, ne? ja, der macht Cage Home und dann ist Zug im Schach, also zu im Schach. Schicht im Schacht. Genau, sorry. Versuch ich Also. mal Sprichwörter hier rauszuhauen und dann Ne. kriege ich die nicht mehr Ja, hin. es ist okay. Wie gesagt, dafür sind wir zu zweit, sind wir nicht alleine. Und auf jeden Fall die Camille rausgehauen, die war auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark auf der Seite von OddBlue. Phoenix war halt sehr gut ausgespielt. Das war, glaube ich, aber auch schon klar, dass die halt bannen, bloß wann sie bannen, ist, war noch nicht klar. Und ich glaube, man sollte jetzt noch einen Fokus irgendwie schön Top-Laner raushauen oder vielleicht noch Mid-Laner. Ich Was? sehe den Aatrox, ich sehe den Aatrox. Du siehst einen Aatrox. Ich will den Aatrox sehen. So. Ja, viele wollen auch die Serie sehen von Hanky, aber kriegen sie halt auch nicht mehr zu sehen. Die hat er einmal gespielt. Also seit Serie raus ist, hat er die einmal in der Prime League gespielt. Also Nein. ich muss auch zugeben, für Siri braucht man ein extrem großes Mauspad. Also vielleicht hat man nicht den Platz gegeben, wer weiß. Maybe. Aber vielleicht hat Torben ihn auch einen auf den Finger gehauen und gesagt, nee. Und man bannt die Sejuani. Man. Interessanter Bann. Also, ich bin jetzt. Also, Viego sollte an sich jetzt keine großen Probleme gegen Sejuani Jungle haben. Ja. Also. Aber Xin ist noch offen. Es sind halt so viele Jungler noch offen, die vorhin nicht war. Oh, und Olaf. es wird der Olaf. Das wird er sehr, glaube ich, nicht. Olaf Klar. überhaupt gar nicht vertreten in der Meta. Ja, K6. zählt mal. K6. Aber tatsächlich hätte ich den Olaf-Pick schon gefühlt. Also wirklich Ehrlich? so ein Out-of-Meta-Pick. Also der ist definitiv strong. Wenn man ahead kommt, kann er das Game wirklich snowballen as fuck. Und Aber. wird es wieder der Yasuo auf der Top-Lane oder geht man Richtung AP? Wenn das jetzt ein Kennen wird, wird es ein Yasuo Mitte. Also Kenn wurde gebufft. Definitiv jetzt auch ein viable Pick. Aber natürlich sehe ich ihn auch gar nicht mehr auf der Top-Lane. Kennen, also sein Engage kann schon die Games changen, aber man hat hier den Vayner Cage, aber den scheint man nicht zu respektieren. Nee, gar nicht, also absolut nicht. Man hat auch Thresh, also. Absolut nicht. Ja, und wie gesagt, macht mal schön bei der Voraussage mit. Irgendwie, ich hau noch mal 10.000 Punkte raus. Irgendwie, weil Ah ja. ich will Echo auf jeden Fall gewinnen sehen. Erzähl ruhig weiter, wo es geht. Voraussagen.
So, ja, ich hau noch was aus. Am Malzer-Pick, auch sehr interessant. Der kommt definitiv nicht in Reichweite für den Wenger, ey. Mhm. Komm, also, so. Man hat ja auch den Wenger, man beobachtet nicht den Wenger. Also, man muss rankommen, um Malzer Ult zu drücken. Oder man wastet seinen Flash, aber. Wobei, ja. Der Malzer, man hat schon, man führt den schon. Also, der macht schon ordentlich Damage, besonders mit seiner. Mit seinem Slow. Oh, sein. Also es gibt mal auf der Seite auch von Oddbrew gibt es noch den Zion. Oh, das wird eklig. Wie schätzt du allgemein das Matchup overall ein? Also Draft, ja. Winner, Blabla. Also auf Top-Seiten haben wir halt einen Range-Vorteil. Also definitiv wird es am Anfang einseitig für, also auf Seiten von West und Phoenix sein. Aber ich habe schon das Gefühl, im Early Game wird Wes und Phoenix einen Vorteil haben, besonders halt mit diesem Viego. Und also später wird dieser Vanker halt alles zerstören. Also ich habe schon die Vermutung, dass es Echo wirklich hier einen guten Pick, also Draft gemacht hat. Ja. Was sind deine Einschätzungen? Also, ja, weiß ich nicht. Das sieht man, glaube ich, nach der Pause. Wenn wir den Spectator Delay aufgebaut haben, dann werde ich mehr dazu erzählen. ich brauche eine kleine Pause. Spectator Delay. Grüße gehen raus an Aya. Ich hoffe, bei euch läuft es gut, Jungs. Und wir sehen uns gleich. Oh, ihr Echo-Geckos. Willkommen zum letzten Match des heutigen Tages. Western Phoenix gegen Echo Phoenix. Es steht 1-1 und der Draft sieht gut aus. Ne? Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich habe ja irgendwie erst erzählen lassen, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was drüber. Ich finde den Draft von Echo Phoenix ein bisschen sehr riskant, also meines Erachtens, gerade durch den K6. Aber ich bin halt auch ein großer Freund von diesem Bruiser K6 und wenn dieser Bruiser K6 durchkommt, kann das natürlich was werden. Ne? Fallen Angel of Trash finde ich zum Beispiel sehr spannend. Wie gesagt, ich habe den halt noch nie gesehen. Ne? Es ist ja nicht mal böse gemeint, aber ich habe den halt noch nie gesehen. Und ja, wie gesagt, Leute, macht mal ein bisschen Hype in den Chat, irgendwie Hashtag Echo Wins, bisschen von der LEC geklaut, aber ist mir schnuppe. Haut mal ein bisschen raus, macht mal ein bisschen Party und cheert für euer favoriertes Team. Und wenn Echo das jetzt gewinnt, sind die morgen in den Upper Bracket Finals und dann geht's nochmal um den Einzug in die Division 4. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, immer noch, dass du dabei bist, ne? Gerne mehr, gerne öfters. Meine Danke dir. Es macht mir auch sehr Spaß, mit dir zu casten. Nein, dass du die Möglichkeit lässt. Ja, gerne. Ja, ja. Im Endeffekt stehe ich ja nicht hinter. Ich bin ja nicht hinterhergegangen und habe dir gesagt, ey. Sondern, ne? Ja, da steckt ja noch ein anderer Typ hinter, der das super organisiert. Oh, Hook sitzt. Er wird auch schon direkt engaged. Irgendwie versucht zu engagen. Hook saß nicht. Ging in den Minions. Aber schon stärkerer. Hooks, oh, Hook sitzt auf den Djinn, muss nicht geflasht werden. 1-1 Trade, oh, hier findet es ein bisschen an zu längen, hier von beiden Seiten geht raus. Djinn hat aber keinen Damage abgekriegt. Und relativ schlecht, also besserer Trade für die Phoenixer. Oder? Irre ich mich ja. Also auf Seiten West und Phoenix haben wir den Support Low und auf Echo Phoenix halt den AD Carry Low. Ich denke, für Western Phoenix ist es halt deutlich besser gelaufen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ne, der Tank macht ja auf jeden Fall gut Damage. Es ist ein Range-Matchup into Mini-Matchup. Und aber trotzdem teilt der Zion halt echt gut aus. Ne? Das ist halt immer eklig. Ich mag es nicht, gegen Zion zu lane. Ich mag es halt einfach nicht. Zion ist halt einfach. Meiner Meinung nach ist er einer wirklich der besten Tanks und wirklich ein sehr starker Top-Laner. Besonders wenn er jetzt Heilbreaker baut, dieser Ken wird gar nichts mehr machen gegen ihn. Also definitiv nicht. Ja, ja. Heilbreaker immer noch, findest du Heilbreaker immer noch Bible? Oh, da versucht er rauszukommen, kriegt die Q ab, aber eine kleine voll aufgeladene Q. Ich finde Heilbreaker immer noch sehr stark. Definitiv wurde es genervt. Aber wir haben übrigens 19 Man Raid bekommen von Inten Sport. Liebe Grüße geht raus, ne? GG erstmal vom vorigen Match. Ich hoffe, bei euch läuft's auch gut. Vielen Dank für den Raid. Ja, Grüße gehen nochmal raus irgendwie an Max. Hat mir halt sehr Spaß gemacht, bei euch mal ein Team, damals ein Team zu tryouten. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ich hoffe, man bleibt auch so getakt. Fallen Angel geht hier ein bisschen sehr aggressiv. Hook geht raus auf Djinn. Und ja, das sieht ein bisschen kritisch aus. Ignite ist drauf. Q sitzt.
Man hat Jinx Parsi. Oh, First Blood geht an Trash. Und Trash? Ja, Trash hat das First Blood gekriegt. Ah, okay. Ja, aber es ist immer noch besser für West und Phoenix, weil die haben Killer auf Viego bekommen. Und ich bin sowieso kein Fan auf Kills auf Support. So, pack. Ich hatte gerade den Spectator-Bug, dass nichts angezeigt wurde. Ich habe mich gerade gewundert. Und da muss man einfach nochmal den Objective-Timer refreshen. Ja, aber Oddblue mit einem starken Präsenz gegen Cannon, der setzt ihn ganz gut unter Druck. Als Tank, ne? Fair. Q sitzt, aber wird geslaut, irgendwie Q hat nicht gesessen. Ich finde, der Champ ist überhaupt nicht balanced. Also, der macht W, die W blockt halt zwei Fähigkeiten von Cannon. Mhm. Macht übelst viel Schaden, er hat Wave Clear, ist Giga Tanky, hat so viel CC. Also, okay. Ich finde Sein Giga unfair, also wirklich. Und kein Highbreaker worden. Genau, also Sion hier ein bisschen out of position irgendwie. Viego auf dem Vormarsch. Sion gestunt. Ah, jetzt muss er versuchen zu traden, irgendwie, dass er auf jeden Fall ein 1 und 1 rauskriegt. Ja, und Kill geht an. Kennen. Er versucht nochmal zu traden mit der passiven. Der Gank, aber man hat Offenheit gespielt, ne? Ja. Man wusste nicht, wo Viego ist und man pusht so viel rein, aber vielleicht hatte man keine andere Wahl. Nee, hatte man auch nicht. Und Supporter-Lag. Ja, dann geh ich mal kurz in die andere Szene. So, wie gesagt, danke schön nochmal für den Raid. Grüße gehen raus. Peace. Ich hoffe, mein Name ist noch ein bisschen bekannt. Ich glaube nicht. Ich habe mal eine bei den Teams von InSports versucht, irgendwie zu tryouten. Ich wollte mit Marco zusammen. Hat leider nicht geklappt, was ich sagen muss. Aber da hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich halt hier casten darf. Von daher Win-Win. Maybe. Loose bin. Ich hoffe, man weiß, was man meint. Ja, ein bisschen overconfident von Sion da halt einfach reinzupushen. Aber wie gesagt, ne, man hat halt auch keine andere Möglichkeit, da was anderes zu machen. Ja, und ich finde halt auch geil, dass du halt diese Variety hast. Also, du kannst AD Sign gehen oder auch Tank Sign gehen. Also du hast so viele Möglichkeiten. Ja, oder einfach nur Highbreaker Sign und auf alles andere Scheiß und so. Genau. Und ich glaube, er geht auch schon auf Richtung Sheen. Und ja, das wird ein Highbreaker-Sion. Alles andere ergibt auch keinen Sinn. Wisst man auch nicht, warum man Sion halt sonst pickt. Mhm. Ja, also nach Highbreaker sehe ich wirklich in Ken nur am Tower stehen und nichts mehr machen. Also sehr guter Pick mit Sein. Definitiv sehr gut geantwortet. Ich finde, also den Ken-Pick finde ich allgemein nicht so relativ, also ne, so halbwegs strong. Was ich halt aber trotzdem strong finde an Ken, ist seine Teamfight-Potential. Wenn du mit Ken einen guten TP-Flank findest und dann irgendwie in die Backline rein ist und einfach mal R drückst und so und jetzt, so, dann denkst du dir einfach, egal. So, aber ja. Ja, ich finde halt wirklich, Ken funktioniert nur dann, wenn man den auch wirklich gut spielen kann. Also wenn man nicht diese Teamfights rauskriegt, wie du gerade erwähnt hast, dann funktioniert dieser Champ einfach nicht. Und dann finde ich den auch komplett useless. Den kannst du wirklich nicht als Build-Push einsetzen. Nee. Und Sein wird dir einfach den Nexus kaputt machen mit dem Bauch-Special. Kennt jeder? Ja. Ja, also Boss-Special ist nochmal ein bisschen spezieller. Ich glaube, nee, der ultet einfach, sobald der ulti hat, am Tower und stirbt dann und haut dann den Tower rein. Ja. Genau. Also, ich sehe wirklich hier den Vorteil auf Echo Phoenix. Mhm. Also, Echo Phoenix, wenn die keine großen Fehler machen, sollte eigentlich, okay, ich will es nicht jinxen, sorry. Aber ich jinxe gerne, aber Echo Phoenix ist hier definitiv im Vorteil, wenn die es sachte angehen, nichts riskieren. Und den Zeilen schön splitten lassen. Halt wirklich, diesen Split-Zeilen wird wirklich essentiell sein, das Game zu gewinnen. Ja, also, true. Wenn man den Ken vom Team fernhält, dann hat man nur den Nautilus als richtigen Engage-Tool. Mhm. Und dann ist man wirklich hier stark zurück. Also man hat hier den Fresh, man hat die Vanguard Cage,
Man hat den Bruiser Kha'Zix, der aktuell auch, ich finde diese Bruiser Kha'Zix-Variante übel strong. Ey, mega cool, also so, das ist halt so eine Argurin-Special, so. Und das ist, es ist halt auch einfach sehr geil, ich meine, A, hast halt die Utility und es geht halt auch weiter, bevor ich weiter labe. Du hast halt die Utility, dich selber hoch zu sustainen und die Gegner halt zu slowen. Und das macht halt den Bruiser Kha'Zix halt aus, anstatt irgendwie die Glaskanne, die springst rein, entweder tötest einen oder du explodierst halt sofort, so. Oh, ja. Hook geht daneben. Ja, jetzt haben wir kurz den Spectator-Bug, dass der sich aufhängt. Grüße gehen raus an Wright. Bei mir auch Peace übrigens. Ja, ja, das ist normal nach einer Pause. Also was müssen wir da machen? Nichts. Also, einfach warten. Ah, perfekt, jetzt geht's. Ja, anstatt diese Glaskannen, die halt entweder vier Leute killt, Hook sitzt, wird aber nicht weiter drauf committed. Muss man auch nicht wirklich. Nee, also nee, jetzt Quatsch. Was zu riskieren, ist wirklich. Man weiß nicht wirklich, wo der Jungle ist. Ich würde auch Echo Phoenix. Wobei die haben Dual Vision, oder? Ne, die Vision ist auf Western Phoenix. Nee, haben nicht wirklich Vision. Ja. Das ist gut, jetzt irgendwie die Wave pusht jetzt auf jeden Fall Richtung Botside. Oh, schön den Hook gedodged. Da hockt man einfach nochmal dagegen. Ja, und der pusht schon sein. Der hat auch einfach mal den Play. Der Cannon kann einfach nichts machen. Ja. Er kann nichts machen, das ist das Outblue-Special, der hat sich einfach wieder ein Hörbuch angemacht und geht Speed pushen. Ist halt sein, ne? Und er hat immer noch nicht Heartbreaker, das müssen wir erwähnen. Ja, ja. Ja, und Ken kann nichts gegen tun. Boah, Zungenbrecher. Auch verbottern wird engaged, auf den Trash, zurückgeflayt und, Situation gefixt. Vego auf dem Weg auf die Botlane. Muss geflasht werden und ja, Flash ist raus. Und man kriegt die Jinx halt noch sehr relativ low. Ich glaube, man hätte dann sogar noch igniten können. Aber ich weiß, ne, da weiß ich ja nicht. Ob Flash ignite, Flash vorne zugehört und dafür stirbt er. Da ist dieser End von unseren Substitute. Ja, true. Ja, wie gesagt, ich glaube, er hat wirklich zugehört. Das ist halt ein bisschen sehr toxisch. Hätte er nicht machen müssen. Die Frage ist natürlich auch irgendwie, wie es später aussieht, irgendwie, wenn Malzer engaged, ist halt ziemlich simpel. Hier zum Beispiel wird er gleich flashen. Weiger ulten, nein, okay, wird er doch nicht machen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Trash da reinflasht, ne? Das ist halt einfach super Solo-Q-like und dann gibt's halt so viel mit ab. Du hast so viele Summoners geburnt und hast halt einfach nichts rausgekriegt. Das stimmt auch nicht, die Kommunikation. Sowas spricht man ja ab im Team, wenn man so Play geht. Also, aber das, guck mal hier, der Sion nimmt sich einmal die Blade, der Ken macht gar nichts. Oh, der Vigo hat ein bisschen gepennt. 1-1-Fight gegen Vigo. Winter dreht der Flash Juke, kriegt seine Ult drauf. Flash von Malzer ist raus. Oh ja, und die Kakerlake, ne? Schöne W. Die W hat, die W von Malzer hat ihn übrigens gerettet, oder? Sonst wäre die Vanguard Q auf ihn drauf gewesen. Ich weiß, ich nicht. Hab ich jetzt nicht, ich hab das Silent-Zeichen da nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber kann ganz gut sein. Aber ein positiver Trade. Ein schöner Roam von Trash, aber hier kommt auch direkt in der Roam von der Botlane. Von Western Phoenix. Aber Kha'Zix ist da. Wieder da. Und kann auch vielleicht Champas retten, Jinx nochmal ins Leben, aber es wird dort jetzt, glaube ich, das Leben kosten. Oh, ist halt viel Action. Es geht um viel. Man riskiert zu viel, man weiß nicht, wo der Jungler ist und man geht halt rein, also. Man muss halt mehr sicherer spielen, meiner Meinung nach. Man hatte auf der Seite. Oh Gott. Hatte man da Vision oder bin ich blöd? Ich krieg Flashbacks. Ne? Ich glaube, man hat einfach predicted, wo der steht. Krass. Also wirklich. Wenn da keine Vision war, dann Respekt an den Snipe. Oh, die Q hat nicht gesessen. Hätte Ken nochmal den Backpot interrupten können. Malzer macht Malzer-Things, versucht so einfach zu pushen, steht immer noch 0-0. Ich habe das Gefühl, den Malzer müssen wir halt wirklich im Auge behalten. Ne? Wir haben es schon mal gesehen im ersten Game, der macht halt so viel Damage mit seinem Slow und so. Echt ekelhaft. Ja, also Malzer sein Rylos halt irgendwie und sein Liandris ist ja, glaube ich, irgendwie auch schon. Oh, ist auch noch die Falle getrappt. Auf der Außer holt raus. Und Sache ist vergangen. Hook sitzt auf Nautilus, kann sich nochmal versuchen zu disengagen, wurde nochmal gesnared. 4, 1, 2, okay, nevermind.
Das war's schon. Ja, gut, dass man den Control Ward da hatte. So konnte man da surviven, nehme ich mal an. Ah, maybe. Auf jeden Fall, okay. Close. Der Sign will anscheinend ihn nicht vom Farm Zone und die Wave freezen. Warum soll er auch? Er kann einfach die Blades sich gönnen. Ja, genau. Ich glaube, der, wie gesagt, der Sion will halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ne? Und wenn der Sion halt keine Aufmerksamkeit kriegt, dann pusht er halt den Tower durch. Wir können das halt einfach so schätzen, wenn das so weitergeht. Irgendwie ist er Minute 16, 17, ist er am T2. Genau. Er läuft sogar noch früher. Sobald er Heartbreaker hat, ist ja nochmal anderes Tempo. Er hat ja schon alles. Er hat die Pickaxe, er hat Phage fertig, Bornplating und kriegt einfach eine Plate nach der anderen. Schon wieder eine halbe Plate gekriegt, irgendwie einfach nur. Ja. Er macht auch kein Damage, er kann nicht so schnell die Wave clearen, also nee. Ich finde, Sein ist halt der bessere Ken bei Weitem. Ja, finde ich auf jeden Fall. Der Sein ist der bessere Ken. Ken ist, ja, das sind halt zwei verschiedene Fische, ne? Genau. Der eine ist ein Wal und der andere ist halt so ein kleiner Goldfisch. Goldfisch, genau. Besser hätte ich nicht sagen. Findet Nemo. Aber Sein findet den Hullbreaker und finish das Game. Ja, auf jeden Fall. Wenn er, wie gesagt, das, ne, dann nimmt man halt doch trotzdem noch irgendwie den Kill hin. Weil er ist einfach neun Farm ahead, ist halt eine Wave. Hullbreaker jetzt fertig, ja, und jetzt müssen sie den halt respektieren, ne? Die brauchen halt mindestens zwei Leute für den, um den halt zu stoppen. Und wenn Ken halt einfach mal lieft. So, dann gibt es Informationen irgendwie an das Team. Die verziehen sich an T2 Tower und dann hat sich das halt gegessen, ne? Besser hätte ich es nicht sagen können. Also, stimmt, was du sagst, definitiv. Also, dieser Sign wird Pressure ausüben wie ohne Ende. Ja. Ja, und in der Zeit irgendwie Yuki gemütlich am Stacken, Malzer versucht die Wave rauszupushen. Hat jetzt wieder bald seine Summoners, hat. Doch, der hat schon seine Boots. Oh, und die kommt dann einfach die Waves zu klären, aber das ist halt einfach eine Verzweiflungstat. Er gönnt sich trotzdem die Blades, es juckt ihn nicht. Er hat Heartbreaker. Und das ist der TP von Mike Zaha um den. Vielleicht die sweppen die Lane, kann sein. Ja, das kann natürlich sein. Hook auf Jin sitzt. Stompers gehen nochmal drunter, Ulti von Nordwind, es kommt. Hanky relativ low und es wird der. Oh, schöner Dodge von Hanky. Und jetzt hat man die Ult von Jin. Ult. Man hat aber den Vego nicht im Visier. Oh, Vego, du sneaky Bastard. Ach, sorry. Ja, kann auf jeden Fall rausgeflasht werden. Ulti kommt raus. Man sucht den ersten Reset. Aber Yuki ist da und Ult ist und BAM. Nice, stabil. Schön gespielt von den Phoenixen. Ja, man merkt auf jeden Fall die mentale Stärke jetzt auf jeden Fall. Also man merkt, sorry, also. Ich finde es, man merkt das halt wirklich. Weil die Konsistenz in dem Team von Phoenix ist halt einfach da. Die Western Phoenixe konnten halt im ersten Game überzeugen, dadurch, dass die halt einfach, na, einfach den Jungler gekriegt haben. Sie brauchen Ulti kommt raus. Die andere ist prockt. Und das sollte, glaube ich, auch der Tod sein. Ulti. Der Flash geradeaus. Ja. Also, Phoenix spielt das perfekt und die sind halt jetzt wirklich wieder in so einer Pressure-Position. Die haben Goldlead, die haben diesen Winning Top, diese tickende Zeitbombe, weil jede Minute der Sign gönnt sich schön Turret, ne? Ja, Harold ist noch aktiv, die Plays laufen jetzt erst eine halbe Sekunde aus und der T1 Tower auf der Top Lane ist schon geschmolzen, ne? Harold, wo ist denn der Harold hin? Ist der gestorben an Tower? Okay. Er wurde anscheinend schon benutzt, ja. Oh, Yuki hier aggressiv auf den Ken, aber man sieht auf jeden Fall, dass er. Schöner Catch. Ja. Oh, Flash kommt aber raus. Yuki kann noch ein bisschen Zeit erkaufen. Ich weiß nicht so ganz, wie ich den Flash einschätzen soll. Der war jetzt nicht nötig. Man wusste ab dem Punkt, man ist tot. Und der Flash war halt einfach sassy. Was heißt Sassy eigentlich? Schuldig, oder? Das kommt aus Among Us, glaube ich, oder? Genau. Ja. Wie gesagt, ich bin halt die geältete Generation und dieses Sass und Gedöns. Ich benutze das Wort eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß, heute ist mein erstes Mal, wo ich dieses Wort benutze. Okay, wir können natürlich anderen fragen, ob das stimmt, oder wir können es auch einfach so stehen lassen. Aber ich denke, jeder weiß, was ich damit meine. Also, ja.
Hoffentlich. Ich frage trotzdem nach, weil ich einfach alt bin. Ja, so alt bin ich halt auch nicht, aber. Oh, Canon versucht halt wieder die Welt zu clearen, aber es ist halt auch nicht mal möglich gegen einen Veigar. Der Ken ist wirklich ein Kennen in Minion-Form, also kein Champ. Es ist halt wirklich ein Ken-Ken, ne? Ja. Es ist ein beweglicher Minion. Hook geht halt absolut ins Nichts, aber das wurde auch einfach blind predicted. Und ja, die Phoenix so ein bisschen hinterher, aber welche Phoenix so meint man? Die Western Phoenix ein bisschen an die Wand gedrückt. Echo nimmt das Pit ein, Hook kommt raus, da sollte man aber jetzt nicht nochmal zuchargen. Oh, starker Damage. Schild Oh, Jin wurde. ult hinterher. Ah, da muss man jetzt rausgehen. Ken blockt das alles. Ich denke, den Trade muss man abgeben. Den jetzt für diesen Trade zu gehen, ist halt really risky. Ja, ein Reset auf irgendeinen und ja, gut, na, Moment, ich habe nichts gesagt. Ja, Vigo. Oh! Ascha. Ken, Ken, Ken! Ken, du MVP, Junge! Sehr schön gespielt, sehr schöne Ken-Ult. Ja, krass. Perfekt! Also, Kennen, mein lieber Scholli! Sehr Also. schöne Five-Man-Ult, oder? Das war Ja, eine ja. Five-Man oder Four-Man oder sowas. Sauber gespielt, da erkennen wir die Stärke. Endlich konnte Kennen Dinge machen. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, warum man sowas halt angeht. Man hat immer einen Sion, der Pressure macht. Man hätte halt einfach den Drake sein lassen können. Man hätte gucken können für einen Catch und dann vielleicht disengagen. Und ja, man hat den Kenrich nicht respektiert. Und da hat man halt die Quittung gekriegt, ne? Du sagst es, man hätte wirklich man muss diesen Zayn nur splitten lassen. Er darf nichts anderes machen. Er muss Ja. den Ken wirklich zu seiner Lane ziehen, sodass die halt Objektes machen können. Aber dass man halt wirklich den Ken aktiv im Fight da, also fighten lässt, weil man mit Zayn fightet, ist halt nicht so eine gute Idee von Echo Phoenix Ja, hier. das ist der Grund, warum man Echo pickt. Ich meine, man hat ja gesehen, dass er in der Lane nicht so strong ist, aber so Momenten, gerade im Pit, gerade irgendwie in Choke Points, irgendwie eine Cannon-Ult, eine gut gesetzte, Gold wert. Ist definitiv, das ist ja ihre Win-Condition, den Ken wirklich zentral reinzubekommen. Ja. Aber Echo Phoenix, also wirklich sehr schlecht gespielt. Also die hätten wirklich den Zayn splitten lassen und durch die Pressure irgendwann den Check automatisch haben können. Also ohne irgendwelchen Nachteil oder Risk. Maybe, aber vielleicht hätten sie auch einfach abgegeben. Ja, So, oder das. jetzt haben sie den Fight abgegeben und den Drake abgegeben. Oh, da wird nochmal auf den Nautilus. Oh, direkt Oh. über. Was, das Hä? geht? Über die Wand? Das Okay. wusste ich gar nicht, dass es Ja, geht. Hook wird draufgesetzt auf den Djinn. Oh, aber der Nautilus sollte tot sein. Oh, der Kha'Zix geht in die Backline. Oh, da wird er gleich. An die Tür Sehr schön. gedrückt. Ja, und hier wird auf der Seite von Echo auf jeden Fall gut aufgeräumt. Schöner Flank, schöne Zusammenarbeit. Oh, wurde ins Team geflayt, aber who cares? Diego? Also Diego? hier kriegt man auf jeden Fall den ersten Reset. Trash Hook sitzt nicht. Also noch hat Malte ja seine Ult, das Oh, darf man nicht unterschätzen. da war der Trash, der Vigor ein bisschen zu overconfident. Oh, und Der da wird. Burn, der Burn, der Ja. Burn tut sowas von weh. Oh, krass. Kha'Zix irgendwie noch in Hinterreihen gestorben. Und ja. Ne? Revenge ist da. Oh, jetzt versucht der Ken nochmal ein paar Plays zu machen. Snare sitzt und. Nice. Da ist auch wieder das Ken-Minion tot. Ja, der Ken macht nichts, wenn er nicht zentral ist. Also ein Man-Ult und so bringt nichts. Also. Ja, aber das ist schon das zweite Mal, dass er halt versucht, irgendwie seine Ult einzusetzen und eine Wave zu clearen. Sonst ist. Ja, und Sion, ne, wir können das ja auch die ganze Zeit Sion angucken. Sion macht Sion-Sachen so, ne? Er macht's perfekt, also nichts anderes muss er machen. Hat der gute Mann eigentlich TP? Ja, Ja. TP ab. Nice. Also jetzt können die wirklich Bot brechen und dann vielleicht für den Herald gehen. Oder? Läuft der In Herald ab? 50 Sekunden, also Ja, ich weiß gar sowas. nicht, glaube ich in 30 despawnt er oder in 20? Ja, genau. Ich denke ab 30, wenn man den nicht macht, dann despawnt er. Könnt ihr Oder 20. auf jeden Fall mal in den Chat sagen, wann er despawnt? Dann habt ihr auch ein bisschen Diskussionsbedarf.
Ja, und anscheinend, ja, wie gesagt, Zion wird wieder abgesetzt, Malchar muss ihn beantworten. Und das heißt, irgendwie eine wichtige Ult, irgendwie, um ein Ziel zu catchen, fällt erstmal weg. Der Malchar Engage, also der Malchar Ult, erstmal weg. Kennen muss den Veigar bespielen. Und halt nicht einfach, das konnte er halt irgendwie schon nicht. Ja, Aber ich 1930 finde haben wir noch auch, nicht der beginnen Malte können. ist der Einzige, der den Zeilen auch wirklich beantworten kann. Also. Ja, klar, wegen seines Leandrius, ne? Genau. Das ist halt auch wirklich so der einzige Grund. Aber es macht ihn halt dann irgendwie. Es ist halt nicht gut. Wenn man halt ein. Ich meine, es ist kein Winning Point oder so, aber es ist halt schon doch krass, wenn das fehlt, ne? Finde ich. Also. Dieser Sign-Pick, Mastermind, also ich hype diesen Pick so sehr. Besonders weil mein Premade den auch die ganze Zeit nur spielt. Ah, der Anton. Ja, genau. Und es Oh, funktioniert Ulti halt wird perfekt. gezündet, Engage auf die Jinx. Oh, und da wird nochmal von Viego geblockt. Viego war in der Nähe. Oh, massiver Schaden. Geht auf jeden Fall raus. Oh, muss man jetzt auf Seiten von Zion, muss man ja jetzt noch ein bisschen im Erz decken, um das zu gehen? Oder kann man da jetzt gar nichts mehr Kann gerade irgendwie nichts dagegen machen. Also machen? erklärt halt die Wave und Sein ohne Wave kann auch keine Turret kaputt machen. Also Ja, true. Ja, vielleicht war es doch Mastermind. Aber man kriegt auf genau. jeden Fall Seiten von Echo, kriegt man den Mitteltower, hat jetzt die Mitte open gemacht. Oh, Ulti kommt raus. Oh, es wird auf den Weiger gesprungen. Aber Gefahr gebannt. Oh, Trash steht hier ein bisschen zwischen Gut und Böse. Und es wird Trash. schon wieder der Trash gefokust. Und man wartet auf den ersten Reset. Und ja, so kriegt Trash Viego seinen ersten Reset. Und Also ich finde Gate das war. Force. Und ja, Ken Oh. Moment Flash. Zwei Leute sind low. Und Shutdown. Und das ist ein 2 zu 4. 2 zu 4 Trade. Alle Seiten von Echo Phoenix und der nächste Drake. Hexer Drake geht an Echo Phoenix. Verstehst du eigentlich, warum man so hart auf diesen Thresh rauf geht? Also, ich Ich finde Thresh weiß jetzt es nicht. nicht. Also es ist ja nicht mal der Thresh allgemein so. Das war ja auch schon im letzten Game die Karma. Man hat einfach Hass auf den Support. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Also, ich finde, es hat auch keinen Mehrwert, diesen Thresh sofort im Fight schon rauszuhaben. Hätte man lieber irgendwie so einen Carry vielleicht versucht zu killen. Mit so einem Flash-Ult auf Jhin und dann noch eine Ken-Ult hinterher. Aber Ja. so ein Thresh einfach zu töten, der ist halt wieder ein Köder. Ja, aber ich meine, es ging ja erstmal um den Reset, ne? Ich meine, der ging ja durch, Ja, Viego genau. konnte ihn einnehmen. Aber man konnte halt dadurch halt nichts machen. Genau. Also weiter nicht machen. Irgendwie Gale Force 4 auf Thresh, tut mir leid, gerade ein bisschen Schluck auf. Oh, schöner Man hasst den Thresh so sehr, das ist so krass. Man Aber versucht. er kommt raus, also perfekt. Aber warum hasst man den so? Oh, Flash kommt raus, TP kommt raus. Oh, Everforce in die falsche Oh, Richtung. sehr schöner Catch, sehr schöner Catch. Jhin aber im Behind und man tradet bis jetzt 1 zu 1. Oh, Hanky am Tanzen. Unterm Tower, Gale Force raus. Der Viego immer noch unter Tower und fällt. Ja, und so tradet man 2 für 1. Wieder positiver Trade für Echo Phoenix. Ah, die Stunts gehen alle daneben, also die Fähigkeiten werden nicht so ganz getroffen hier. Und da kann man auch nicht für solche greedy Catches gehen, meiner Meinung Ja, nach. wie gesagt, Zion macht immer noch Zion-Sachen. Jetzt darf Ken wieder ran. Er macht ja schon ein bisschen Damage oder war es einfach der Tower? Man weiß es nicht. Ja, bufft sich die nächste Wave. Pack. Wurde nekrolisiert. Ey, Sein mit Baron Buff ist halt super toxic, Ja, also. auf der Seite von Phoenix versucht man den Drake anzugehen. Währenddessen geht Zion einfach Botside durch. Hook trifft auf den Ken. Und dann wird er auch direkt irgendwie angegangen, kann nochmal ins Sonyas gehen. Aber man tradet halt Toplaner für Supporter. Und ja, man hat immer auf Botlane immer noch die nötige Prio. Also Man die. konnte aber den Baron canceln, also es, Ja. oh! Oh, das war ein großer Fehler, also meiner Meinung nach. Also man hätte da nicht stehen dürfen, also für ein Reset gehen dürfen.
Es war ein bisschen weird. Dafür hat man auch mit seinem Leben bezahlt. Man ist 36 Sekunden tot. Und dann kriegt ich sie auf Safe auf jeden Fall einen T1 Tower. Ja, und maybe auch den T2 T1 Tower von Botlane, ne? Der erste Turret, by the way, von auf Seiten von krass. Western Phoenix. Ja, das wird aber nicht der letzte sein, ja, wie man ja schon sieht. Hat der Sion geflasht? Nein, wollte gerade sagen, das hat sich so angehört. Krass, also ich hätte das jetzt nicht von Hanky erwartet, dass er so offen steht. Ja, hab's. Vielleicht hat er es auch einfach nicht respektiert, vielleicht war er schon im Shop. Und er war es schon am Einkaufen, ja. Ja. Jetzt hat er auf jeden Fall genug Zeit, um einzukaufen, weil er war tot. Was hat er eigentlich für Items? Gale Force, Collector, wie heißt denn das? Rapid Fire Cannon. Oh, ist auch müde, ne? Langer Tag heute, ne? Wenn er halt irgendwie die maximale Anzahl von Spielen halt spielen. Du hast das erste konntest du nicht spielen, da warst du übelst hyped. Und ja, dann wird man halt einfach straight up erstmal komplett enttäuscht, ne? Ich find's geil, diese Varianten von Spielmethoden. Also, im ersten Game hatten wir halt wirklich so ein. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Varianz von Spielen. Oh, Trash wieder ein bisschen out of position, wird hier gecatcht. Oh, und aber Sion hier 1 gegen 1. Aber das ist egal. Und man hier auf der Seite von Phoenix Trash positiv in der Midlane. Aber er muss mit Disengagen kennen. In der Cage. Und der nächste Kill auf der Seite von Phoenixen. Oh, der ist geslunt. Aber hier muss man auf jeden Fall auswählen. Flash kommt. Ja, aber na, tut mir leid, da hat man einfach A1 gepickt. Ja, und Triple Kill. Und Odd Blue? Sehen wir einen Bow Special, Leute? Nein. Er hat keine Ult. Ich war schon im Hype-Modus. Ja, auf jeden Fall sehr schön gespielt auf der Seite von den Phoenixen. Von Echo. Weil man hat nämlich sehr viel Präsenz auf der Midlane wieder, auf der Botlane wieder abgegeben gegenüber den Sion. Wäre die Malzauer Ult im Team gewesen, dann hätte das hätte der Fight anders ausgesehen. Aber so geht der Baron an Echo. Nice. Bonny. Und dieser Stein wird jetzt noch mehr wehtun. Der wird halt noch mehr tankiger, ne? Und ja. Mehr Wave Clear, mehr. Ja, man kann ihn jetzt einfach auf der Top-Lane schicken, aber man schickt ihn auf die Mid-Lane. Man sollte jetzt auf jeden Fall darauf achten, dass man den Drake nicht wieder für irgendwelche Sachen abgibt. Ja. Die Frage geht nach Martin. Martin hat heute Mittag gecastet, heute Abend bin ich dran. Morgen Mittag vielleicht wieder er und es ist mal ein stetischer Wechsel, also. Und man geht auf der Seite von. Man geht auf der Seite von Phoenix und einfach den Drake ab, weil man sich denkt, ey, wir haben Baron und wir machen Sideline Pressure. Er macht alles richtig, er reißt ein Turret nach dem anderen. Und es kann ihn keiner beantworten, es kann ihn keiner wirklich beantworten. Außer man geht mit dem kompletten Team und der nächste T2 Tower einfach in die Brüche gegangen. Oh, also der Damage. Man macht ihn auch einfach kein Damage mehr, also ja. Wenn man das ganze Team dahin schickt, dann finde ich halt Echo das Game. Ja, true. Also wie gesagt, da kann man auf beiden Seiten das Game finishen, ne? Warum hat man jetzt hier pausiert? Wegen Lag auf Seiten von Malta. Okay. Hätte ich auch gesagt, wenn ich gegen Sion auf die Klatsche kriege, dass ich Lags hab. Da rasselt der Bildschirm. Ja. Also, wie ihr seht, ist bei mir total dunkel, weil es natürlich auch schon später wird. Wir haben es 8:30 und ich habe kein Licht angemacht. Und es geht auch direkt weiter. Ja. Und wir sehen uns gleich erstmal den Spectator lecken, und zwar jetzt. Okay, vielleicht gleich jetzt. Ja, egal, ich lasse es. Ja, Sion macht immer noch Sion. Nice, sehr schöner Catch. Ja, ich denke, das war ab diesem Punkt. Ja. Also, ist es halt einfach nur ein Gemetzel. Oh, ja, schöner also, Catch. Nochmal gute Cannon-Ult irgendwie in die Backline, aber das bringt so. Oh, da wird zerstört.
Boah, und ja. GG an Echo Phoenix. GG, Leute, sehr schön gespielt. Und damit haben die sich qualifiziert, oder? Für das Final Bracket, für das Winner Bracket, Upper Bracket, wie man es auch wirklich nennen will. Also, es ist ja relativ wurscht. Ja. Da habe ich mir meine Punkte halt auch wirklich verdient. Ich habe 20.000 an Echo investiert. Und hast du Bock auf ein Interview mit irgendjemandem? Ah ja, klar. Also wenn wir irgendeinen reinziehen können. Mhm. Torben, bist du da? Hast du Bock? Mein Hasenpups? Ja, GG. Ne? Ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Das ist halt einfach insane. Das ist halt 2-1, ja, du hast das erste Game gedroppt, weil du halt einfach mal versucht hast, also einen Draft versucht hast. Mhm. Aber diese Teamfight-Comps ging halt immer auf. So der Sion war halt einfach Mastermind. Ja. Und tja, und einfach Fights halt irgendwie super clean gespielt. Ne? Ja, besonders auch mit diesen Ersatzspielern auf der Support-Rolle. Ja. Also, ich bin mir wirklich sicher, hätte man wirklich diesen Stammspieler dann, die Games wären noch eindeutiger gelaufen. Nicht wahr? Ja. Wobei, der Fallen Angel hat wirklich als sehr guter Köder agiert. Also, mega. Also, ja, also das ist natürlich echt, Props gehen auf jeden Fall raus. Und hey, es war einfach wunderschön. Und G to the G. Natürlich auch GG an Western Phoenix, die halt echt gute Games abgeliefert haben. Das darf man natürlich auch nicht niederreden. Erstes Game relativ hart dominiert, auch dann verdient gewonnen. Dann im zweiten Game auch noch gut gespielt. Und dann im dritten Spiel hat ein bisschen, glaube ich, mental nachgelassen, so das Gefühl gehabt. Und ja, Echo Phoenix auf den Höhepunkt. Ne? Am Anfang ein bisschen gepennt und dann wurden sie wach. Ja, man hat auch im dritten Game halt wirklich einen mega starken Draft gehabt. Halt, dieser Cyan war halt so ein heftiger Counter. Ich bin mir zu 100% sicher, dieser Cyan war wirklich essentiell, um dieses Game zu gewinnen. Ja. Also ja. Sehr, sehr guter Pick, sehr guter Draft auf Seiten von Echo Phoenix. Also sehr toll gemacht. Ja. Aber ich glaube, Interviewer ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr drin, weil die Leute müssen das erstmal recapturen, weil für die geht es morgen erstmal um das Spiel. Wir können mal kurz irgendwie in die Playoffs gucken, wer der mögliche Gegner sein könnte. So, dann muss ich natürlich erstmal scrolli. Weil jetzt bin ich natürlich hier unten, ne? Ich kenne mich ja mit diesem Prime League nicht so ganz aus, also ich weiß nicht, wo ich jetzt gucke. Es ist Echo gegen Pien. Es ist halt einfach Echo gegen Pien, gegen das Freund-Team, also ne, von Echo Phoenix. Die spielen einfach morgen gegeneinander. Hype-Match des Todes. Und ja, mal gucken, wie es bei der, also ich kann das mal aufmachen, sorry. Bam. Wie viel Uhr nochmal? Also wann morgen, ist dieses Spiel? Morgen 18 Uhr. Ah, okay. Sehr cool. Ja, das wird auf jeden Fall ein absolutes Banger-Match. Und ich weiß halt nicht, ich weiß, mal gucken, ob einer in den Chat weiß, ob wenn man das Winner-Bracket verliert, ob man in das Loser-Bracket kommt. Wäre eine coole Information, das zu wissen. So, ah, cool. Dann gucken wir mal trotzdem weiter durch, weil wir haben ja natürlich noch ein Team irgendwie im Petto. Das sind die Sparrows. Die hatten, glaube ich, ein Free Game, oder? Oder sind die gar nicht angetreten? Oder? Einfach ja schreiben. Zu was denn? Also man rutscht dann in das Loser Bracket Final. So, bam. Nee. Ich finde gerade die Begegnung von Sparrows nicht. Hä, wird das schon gelöscht? Ah, okay, Moment. Da sind die. Und die spielen morgen um 14 Uhr gegen PLR. Das sind Polar-E-Sports, sind schon wieder Bären. Ja.
Aber dafür ist AR was sehr Wichtiges, ja. Klar. Auf jeden Fall. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr ja auch gut durchstartet. Ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, morgen geht's wieder los um 14 Uhr. Gucken, wer produziert, gucken, wer castet. Seid einfach dabei, schaltet ein. Dankeschön nochmal, Fabrizio, dass du mit mir gecastet hast. War sehr, 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 sehr geil. Hat Spaß gemacht. Die Games waren absoluter Banger. Und wie gesagt, falls wir morgen einen suchen, sei bereit. Melde dich an und caste mit. Ja, Und danke dir ebenfalls. Ich hatte heute super viel Spaß mit dir und die Games waren halt sehr interessant. Es waren Bangers. Es war ein Inferno. Ich, Das war wirklich ein mein Inferno. zweiter Cast und ich merke auch, es hat mir persönlich auch viel mehr Spaß gemacht heute. Ja, Also vielen Dank an dir. gerne. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, Ausrufezeichen Discord, da gibt es einen Feedback-Channel. Wenn ihr euch euer mein Gesicht nicht passt, dann habt ihr leider Pech gehabt. Weil das geht hier nicht weg. Solange ich hier nicht rausgedrängt werde. Danke natürlich an so unsere Sponsoren, ganz speziell an Compo Group Medical. Danke, danke, danke. Und wir haben viele neue Sponsoren, von denen ich gerade den Namen nicht weiß, weil ich ein sehr schlechter Mensch bin. Ja, und ne, wie gesagt, Grüße gehen natürlich raus auch an die Sparrows irgendwie. Freuen uns morgen auf die Begegnung mit euch. Und ja, der Rest der Ach ja, Ausrufezeichen YouTube, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Geht da mal drauf, lasst doch mal ein Abo da, da werden nämlich die Spiele hochgeladen, die ganzen VODs, bla 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 bla. Wir versuchen immer ein paar neue Formate mit reinzubringen. Seid also gespannt, haltet immer ein Auge offen, falls irgendwas gepostet wird. Wir versuchen jetzt irgendwie zwischen den Split den Discord ein bisschen umstrukturieren, also ein bisschen, und euch da mehr Informationen preiszugeben, damit ihr wisst, wann und wie und warum ein EchoCast stattfindet. Und ja, wie gesagt, die Familie wird immer größer. Und wir freuen uns auf jeden, der dabei ist, ne? Echo Hype. Und ja, ich bin raus, wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Bis morgen. Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.